Hallo und herzlich willkommen aus Kassel. Seitdem wir uns das letzte Mal zu unserem Produktnews gesehen haben, ist nun schon einige Zeit ins Land gegangen. In der Zwischenzeit ist natürlich trotzdem einiges bei uns passiert. Unsere Teams waren super fleißig, haben viel auf die Straße gebracht. Und einige der wichtigsten Themen, die wir so bearbeitet haben und fertiggestellt haben, möchten wir dir heute in diesem leicht abgeänderten Format der Produktnews zeigen. Wir sehen uns gleich. Lass uns zusammen mal reinschauen. Hi again. Product News Reloaded. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Es geht vor allem darum, die Neuheiten greifbarer zu machen. Das bedeutet, wir werden Neuerungen viel häufiger zeigen, anstatt nur darüber zu reden. Der Intervall der News wird sich von monatlich, wie es vorher war, auf zweimonatlich erweitern. Das soll es jetzt aber auch erstmal zu den Neuerungen des Formats selber gewesen sein. Lass uns lieber einmal schauen, was es Neues aus unserem Produktbereich gibt. Den Start macht der Bereich Channel. Daniel, zeig uns bitte und sag uns bitte, was gibt es Neues aus dem Bereich Marktplatzintegration? Starten möchte ich heute mit dem Thema Kaufland. Bis dato unterstützen wir bereits Kaufland, Deutschland, Tschechien und die Slowakei. In Kürze releasen wir zusätzlich noch die Kanäle Polen und Österreich. Für Österreich ist das Ganze mit sehr wenig Herausforderungen verbunden. Die Sprachbarriere fällt weg und die entsprechenden Kataloge können auch sehr einfach kopiert werden. Bei Polen erhaltet ihr, wenn gewünscht, die Unterstützung von Kaufland. Hier wird analog zu Tschechien und der Slowakei auch wieder der Kaufland-Übersetzungsservice angeboten. Generell muss man sagen, dass es eine sehr einfache Möglichkeit ist, seine Reichweite zu erhöhen, und wir können nur jedem empfehlen, schon vor dem offiziellen Start des Kanals dabei zu sein. Bei PIM und Stock haben wir die noch fehlenden Katalogfelder implementiert. Diese wurden auch bereits für euch released. Somit sind jetzt alle Felder im neuen Item-Format für euch nutzbar und auch entsprechend exportierbar. Der Mehrwert sollte relativ klar sein. Ihr habt die Möglichkeit, alle Felder aus der Artikelansicht in euren Katalogformaten zu nutzen und zu den Marktplätzen zu übertragen. Super, also wird Skalieren auf Marktplätzen nochmal einfacher. In unserer nächsten Ausgabe der Product News werden wir dann nochmal etwas genauer erzählen, wie Marktplatzintegration zukünftig im Plenty aussehen wird. Ohne zu viel zu spoilern, kann ich schon sagen, es wird einfacher, schneller, es wird mehr Integration geben und für uns wird es etwas wartungsfreundlicher alles. Bleibt also gespannt auf die Ankündigung und das nächste Product News Video. Weiter geht es mit dem Bereich OMS. Stefan, sag uns doch bitte, was gibt es Neues aus unserem ERP-Kern? Vielen Dank, Arje. Ich habe heute ein paar spannende Themen mitgebracht, bei denen es überwiegend darum geht, wie wir euch noch stärker zukünftig einbinden wollen, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir Erfahrungswerte brauchen, Rückmeldungen brauchen, wo stehen wir gerade mit dem Produkt, und natürlich noch einen Schritt früher, wie bekommen wir Feedback, um noch früher auf eure Bedürfnisse eingehen zu können. Das wird ein wesentlicher Bestandteil sein bei einigen Produkten. Zu Beginn aber nochmal ein Update zum Document Builder. Dazu habt ihr ja im Forum schon vor einiger Zeit noch viel lesen können. Wir haben uns ja seinerzeit entschlossen, den EOL für den Document Builder auszusetzen oder für das alte System. Warum haben wir das getan? Wir haben festgestellt, dass wir ein unerwartet hohes Supportaufkommen haben, und das hat nochmal deutlich gemacht, dass gewisse Funktionalitäten, die wir vorher nicht berücksichtigt haben oder zumindest nicht mit der Priorität, euch doch wichtig sind, und wir uns dann entschlossen haben, diese noch nachzuziehen. Das Ganze ist dann sehr umfangreich geworden, sodass wir euch heute da ein sehr spannendes Feature-Set anbieten können. Wir haben die Dokumentation nochmal komplett überarbeitet, weil wir auch da gemerkt haben, dass es Verbesserungsbedarf gibt, Lücken gibt, um euch die Arbeit einfach zu erleichtern und natürlich auch das Supportaufkommen wieder etwas zu reduzieren, damit ihr auf eure Fragen schneller die Antwort bekommt. Wir haben, wie schon gesagt, seinerzeit mit einer vollständigen oder mit einer umfangreichen Liste gestartet, die wir regelmäßig aktualisiert haben. Im Forum schaut dort gerne nochmal rein, was wir getan haben dort. Was ist der nächste Schritt? Wir werden nicht diesmal direkt mit dem EOL starten, sondern wir werden ein EOM ankündigen. Das heißt, wir können keine Templates mehr im alten System anlegen, sodass wir das Schritt für Schritt einschränken. So habt ihr dann die Möglichkeit, auch nochmal für euch zu planen. Okay, jetzt neue Templates im neuen System anlegen. Und wenn wir dann den EOL ankündigen,
Seid ihr da schon einen Schritt weiter und das Ganze wird hoffentlich flüssiger für euch. Updates, wie gesagt, kommen, genaue Timelines ebenfalls. Plentyflow ist eines der nächsten Produkte, an denen wir lange arbeiten. Plentyflow geht jetzt in die heiße Phase. Wir planen auch dort eine Closed-Beta und dann eine Open-Beta. Mit Plentyflow erfolgt die Zusammenlegung der event- und zeitbasierten Workflows, um euch eine noch individuellere Steuerung eurer Vorgänge zu ermöglichen. Ihr seid dann in der Lage, über zwei UIs eure Workflows zu erstellen und zu monitoren. Sehr umfangreich, sehr mächtiges Tool und eben genau deshalb, damit wir noch näher an euch rankommen, an eure Bedürfnisse, das Tagesgeschäft zu optimieren, wollen wir in diversen Feedbackrunden euer Feedback dann entsprechend einsammeln. Dazu gibt es entsprechende Updates über alle Kanäle, die uns da zur Verfügung stehen. Aber hier ist eben auch das Spannende zu sehen, wie arbeitet ihr eigentlich damit? Wir haben sicherlich ganz viele Kenntnisse, Erfahrungswerte einfließen lassen. Und dennoch ist es immer sehr individuell und wir wollen hier einfach genau gucken, wie verhält sich das System und wie sehr unterstützt es euch im Tagesgeschäft. Ja, zur Nachbestellung und Umbuchung, also Reorder und Redistribution, planen wir ähnliche Formate. Auch hier stehen wir vor einer Closed und dann einer Open Beta. Wir haben hier wiederum unter Berücksichtigung eures Feedbacks der letzten Jahre das Ganze überarbeitet. Ihr profitiert hier bei der Nachbestellung von der neuen UI, die der vertrauten UI der Order UI sehr ähnlich ist und somit für deutlich höhere Konsistenz und ein besseres Nutzererlebnis sorgt. Neben den mandantenbasierten Nachbestellungen inklusive Auswahl von E-Mail- und Dokumentenvorlagen bieten wir euch anpassbare Übersichten und Detailansichten, die ein individuelles und effizientes Arbeiten ermöglichen. Im Weiteren werden wir dann bei Fertigstellung die Umbuchung vorstellen. Dazu erhaltet ihr dann in den nächsten Wochen noch weitere Infos, beziehungsweise über die Product News wollen wir euch dann natürlich auch updaten. Okay, zum einen sind das spannende Neuerungen, aber vor allem wird Anwenderfeedback benötigt. Eines unserer großen Ziele ist ja, früher stärker zu informieren und Feedback für die Entwicklung einzuholen. Bei den Beispielen, die wir eben gerade gehört haben, sind die Projekte schon relativ weit fortgeschritten. Zukünftig soll Feedback noch viel stärker gerade in der Planungsphase und in den ersten Wochen der Entwicklung mit einfließen. Achte du gerne draußen auf Bekanntmachung und direkte Nachrichten unserer Produktmanager, wenn es darum geht, Feedback zu geben oder sich für Stakeholdergruppen anzumelden. Als letzter Bereich aus der Produktentwicklung kommt unser Shop-Team. Kolja, was gibt's Neues bei euch? Vielen Dank, Aye. Ich habe ein paar spannende Themen aus dem Bereich Shop mitgebracht. Das erste Thema ist, unsere Area hat einen neuen Namen. Wir haben den Namen Business Development abgelegt und haben uns dazu entschieden, von nun an Shop und Business Solutions zu heißen. Das wird uns dabei helfen, unser Kernprodukt, den Shop, mehr in den Fokus zu richten. Das nächste Thema dreht sich um Plentyshop PBA. Hier haben wir eine neue Version released, die viele neue Features beinhaltet. Wenn ihr mehr Informationen darüber haben wollt, schaut bitte einmal in unserem Forum nach. Dort haben wir alles runtergeschrieben, was für Features enthalten sind, was wir gefixt haben, was wir angepasst haben und was in der nächsten Version kommen wird. Diese Information richtet sich in erster Linie an unsere Partner und Agenturen, die bereits mit der PBA arbeiten. Wenn ihr dennoch Interesse habt, dort mal reinzuschauen, was die PWA kann, schaut gerne auf unserer Landingpage vorbei. Auch diese haben wir hier in der Infobox verlinkt. Das letzte Thema dreht sich ganz um Plentyshop LTS. Hier haben wir eine neue Version für euch rausgebracht, die mehrere neue Features bereithält. Unter anderem SEO-Optimierung, neue Bildformate wie WebP und AVIF sowie Optimierung der Core Web Vitals. Mehr dazu wird euch mein Kollege Tim Müller-Speth berichten und auch zeigen, der Product Manager für den Bereich Shop ist. Damit verabschiede ich mich und übergebe an meinen Kollegen.
Vielen Dank, Kolja. Plenty Shop LTS ist in einer neuen Version rausgekommen. Und wir haben euch einiges mitgebracht. Performance-Optimierung, Verbesserungen im Bereich SEO. Aber hauptsächlich wollen wir uns heute auf die Performance-Optimierung konzentrieren. Eine coole Neuerung ist, dass Plenty Shop LTS jetzt kompatibel mit modernen Bilderformaten ist. Nämlich WebP und AVIF. Ihr kennt die bereits und ihr könnt die jetzt auch schon im Shop-Builder benutzen, zum Beispiel für das Bilder-Widget. Allerdings werden Bilder für Artikel derzeit noch in JPEGs oder PNGs ausgegeben. Das heißt, mit der neuen Änderung ist es möglich, auch hier die neuen Bilderformate zu nutzen. Damit könnt ihr Einsparungen in der Datengröße erreichen, damit die Kunden, die eure Webseite besuchen, nicht so lange Ladezeiten haben. Mit der Verbesserung könnt ihr 25% ungefähr erreichen, oftmals aber auch mehr. Das hängt natürlich dann davon ab, wie ihr die Kompression im Backend und die Größen einstellt. Um euch zu zeigen, wie ihr das Ganze aktiviert, gehen wir einmal ins Backend und schauen uns den Plenty Shop LTS Assistenten an. Hier im Assistenten öffnet ihr den Schritt Performance. Ihr scrollt nach unten und ihr seht eine neue Option und die nennt sich automatische Konvertierung in moderne Bilderformate. Wir aktivieren diese Option und dadurch werden im Frontend jetzt zum Beispiel auf der Artikelkategorie-Seite oder Artikeldetailseite neue Bilderformate ausgeliefert. Beachtet bitte dabei, dass beim ersten Aufruf dieser Bilder diese erst konvertiert werden müssen. Das kann kurzzeitig zu erhöhter Ladezeit führen, sollte aber auf lange Sicht nicht ins Gewicht fallen. Eine neue weitere coole Änderung im Plenty Shop ist, dass wir eine Option eingeführt haben, um die Header, die wir derzeit in der LTS haben, zu verbessern und zu optimieren. Damit könnt ihr euren Content Layout Shift verbessern. Das ist ein Wert, den Google PageSpeed Insight nutzt und es als Core Web Vital bezeichnet. Das kann Einfluss auf das Rating eures Shops haben. Ich zeige euch hier einmal ein Negativbeispiel, wie ein Shop mit negativem Content Layout Shift aussehen kann. Wir befinden uns hier auf einem Plenty Shop Demosystem. Und ich zeige euch hier in einem kleinen Tool, wie derzeitig der Wert aussieht. Ihr könnt sehen, dass Content Layout Shift hier mit einer orangenen Zahl angegeben ist. Das heißt, der Test wurde nicht bestanden und der Wert ist nicht besonders gut. Um das zu verbessern, gehen wir wieder in unserem Plenty Shop LTS Assistenten im Backend. Ihr geht wieder in den Schritt Performance und wir finden hier eine neue Option, die nennt sich Header oben fixieren. Wir aktivieren diese Option und speichern den Assistenten. Wir gehen jetzt zurück zu unserem Demosystem und ich zeige euch oben in dem kleinen Tool, dass sich der Content Layout Shift dramatisch verbessert hat. Wir sind jetzt im grünen Bereich und würden somit den Web Vitals Test bestehen. Beachtet bitte auch hier eine Sache, dass sich zum Beispiel die Lab-Daten oder euer Web Vitals Bericht in der Google Search Konsole erst nach 30 Tagen vollständig erneuert hat und somit die neuen Werte ihren Weg in den Bericht gefunden haben. Wie immer gibt es bei Plenty Shop LTS in einem neuen Update auch andere Änderungen. Mehr dazu findet ihr wie immer im Forum im Changelog. Das war es dann aber auch soweit von uns. Und somit verabschieden wir uns und ich gebe zurück an Aje. Super, also endlich kann man das Shop-Team auch als solches klar erkennen. Also tolle Sache mit der Namensänderung. Unser PWA-Shop wird Kundinnen und Kunden vor allem ein komplett neues Shop-Erlebnis, also auf Basis modernster Technologien liefern. Das ist eine tolle Sache. Gleichzeitig machen wir es unseren Plenty-Partnern mit dieser neuen Technologie deutlich einfacher als bisher. Und wir sind eigentlich durch das große Programm durch. Wir haben alle Areas uns angeguckt. Und das sollte es doch jetzt auch gewesen sein, oder? Nein, für diese Ausgabe haben wir noch ein One Last Thing im Petto. Das Thema Kommunikation ist einer der wichtigsten Punkte im neuen Plenty-Produktmanagement. Mit einer neuen Plattform wollen wir hier die wichtigen Themen zentralisieren und schneller und einfacher zugänglich machen. Unser Product Marketing Lead Ingo, der normalerweise hinter der Kamera ist und diese Videos quasi produziert, gibt dir jetzt noch einen Überblick und einen Einblick in das Projekt Product Information. Vielen Dank, Aje. Ich freue mich sehr, als Gast an diesem Format teilnehmen und unser allererstes Spotlight-Feature vorstellen zu dürfen. Kurz zu meiner Person. Ich bin Ingo, seit nunmehr fast 2 Jahren bei Plenty Systems und verantworte dort das Product Marketing. Zuvor habe ich eine Partneragentur geführt, was zum Vorteil hat, dass ich erstens die Software von innen kenne und zweitens Prozesse und Kommunikation von außen wahrgenommen habe.
Wir standen bei Plenty Systems vor der Herausforderung, dass die Kommunikation aus den Produktteams bezüglich wichtiger Ankündigungen wie Feature Releases, End of Life etc. bei weitem nicht optimal verlief. Das hatte vorrangig den Grund, dass eine Vielzahl von Kanälen wie unser Forum, Status-Mails etc. sehr unterschiedlich genutzt und bespielt wurden und es demnach keinen Ort gab, an dem Produktkommunikation zentral erfolgte. Ich habe die Gelegenheit, heute ein Projekt vorzustellen, das eine Infrastruktur bereitstellt, die entsprechend Abhilfe schaffen soll. Sie ist nun seit 2 Monaten live und vielleicht sind einige von euch bereits damit vertraut. Und zwar ist das unser Product Information Hub. Es handelt sich dabei um unsere neue Plattform, die als Einstiegspunkt für die gesamte Produktkommunikation dienen soll und zunächst 3 wichtige Aspekte umfasst. Erstens ein Announcement Feed, also eine dynamische, chronologisch angeordnete und kategorisierte Liste sämtlicher Ankündigungen inklusive Filter und Suchfunktion. Zweitens eine umfassende Roadmap, die Aufschluss über den Stand aktueller Projekte und zukünftiger Funktionalitäten gibt. Und drittens eine Feedback-Funktion, die es ermöglicht, ein Stimmungsbild zu einzelnen Projekten und Ankündigungen einzufangen sowie Funktionswünsche abzufragen. Zusätzlich bietet der Product Information Hub die Möglichkeit, den gesamten Announcement-Feed, ausgewählte Kategorien und einzelne Roadmap-Elemente zu abonnieren und Benachrichtigungen bei der Veröffentlichung entsprechender Updates direkt ins E-Mail-Postfach oder per Slack zu erhalten. Die Ziele, die wir damit verfolgen, sind die Konsolidierung und Professionalisierung der Produktkommunikation, die Steigerung der Transparenz für erhöhte Anwenderzufriedenheit und die Etablierung eines geeigneten Kanals für strukturiertes Feedback, die eine kollaborative Produktentwicklung ermöglicht. Mit dieser Plattform schaffen wir den ersten Schritt in diese Richtung, was wir mit intensiver Arbeit an Standardprozessen und Vorgaben begleiten, um zu gewährleisten, dass euch wichtige Informationen und Ankündigungen erreichen und möglichst niederschwellig zugänglich gemacht werden. Der Product Information Hub wird stetig weiterentwickelt und verbessert, sodass der Kanal möglichst benutzerfreundlich gestaltet ist. Wir haben bereits einige Herausforderungen bezüglich der Zugänglichkeit und des Logins erfahren, von denen wir einige beheben konnten und für andere schnellstmöglich Lösungen anbieten werden. Zusätzlich haben wir eine Integration des Announcement Feeds ins Backend vorgenommen, sodass ihr sämtliche Updates direkt in der vertrauten Umgebung einsehen könnt. Wir möchten euch dazu animieren, euch mit dem Product Information Hub vertraut zu machen und entsprechende Abonnements einzurichten und freuen uns weiter, intensiv an diesem Feature zu entwickeln. Den Link findet ihr in der Infobox sowie in der Videobeschreibung und damit zurück zu Aje. Super, Ingo. Vielen Dank für diesen Einblick in das Projekt Product Information Hub. Ich bin super gespannt, wie die Neuerungen die Interaktion mit unseren Kundinnen und Kunden noch weiter vertiefen werden und wir noch mehr Feedback quasi daraus generieren können. Jetzt sind wir tatsächlich am Ende und es waren viele spannende Sachen dabei, finde ich zumindest. Ich hoffe, dass die Neuerungen, die wir gezeigt haben, auch dir und deinem Business einen echten Mehrwert geben, im Alltag bestenfalls. Und das war es jetzt erst einmal mit unseren News. Ich und meine Kolleginnen und Kollegen freuen uns auf Fragen und Anregungen von dir zu unseren neuen Releases. Also zögere nicht und melde dich mit deinem Feedback. Bis zum nächsten Mal.